So, Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt das iPhone 12 Mini 2 Wochen gehabt, mehr davon. Und der Grund, warum es am Kabel hängt, ist ganz einfach. Ich erstelle gerade ein Backup, weil mir die Akkulaufzeit zu wenig ist. Ich kam vom iPhone 11, was einfach mal ja eine bessere Akkulaufzeit hat. Und ja, so viel vorweg. Mega toll ist diesmal. Das Kabel habt ihr nervt nämlich. Was mega toll ist, ist wirklich die Größe. Ne? Man kann es ohne Probleme mit einer Hand bedienen. Wunderschön. Ist wirklich sehr viel wert. Nur mein Problem war mal gewesen, Ende des Tages, wenn ich mal viel gefilmt habe damit, mal als Navi genommen und ich fahre schon mit Apple-Karten, sprich während den Kreuzungen geht das Display aus, bin ich gerade so immer über den Tag gekommen. Aber meistens eigentlich nicht. Und das hat mich halt, naja, schon eigentlich genervt an der Sache, weil ich wirklich keine Lust habe, das Handy 2-mal am Tag zu laden. Ist zwar ein mega Luxusproblem, aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Ne, das ist das Problem. Und warte, ich habe auch Mobilfunk, zeig's euch mal. 5G habe ich natürlich an und mehr Daten auf 5G auch. Ich persönlich bin bei der Telekom, wenn ich auf der Autobahn fahre, ganz oft im 5G. Ob ich davon was merke, naja, hält sich äußersten Grenzen. Eigentlich merke ich gar nichts davon, wenn man ehrlich ist. Und ich will es aber auch nicht deaktivieren, weil ich halt irgendwie schade finde, das deaktivieren zu müssen, nur um Akku zu sparen. Ist schön, ich hab's. Von daher lasse ich's. Was auf alle Fälle schon mal richtig gut ist, ist die Sache mit dem Display. Endlich hat es ein AMOLED-Display. Was man halt natürlich an den Schwarzwerten unglaublich merkt, ne? Finde ich nach wie vor einen sehr, sehr großen Vorteil. Dann mit den 90 Hertz, was viele kritisieren, oder beziehungsweise 120 Hertz, finde ich persönlich, mir ist es komplett egal, weil die meisten Hersteller, Samsung, Huawei, LG, wie sie alle heißen, haben eigentlich die 90 Hertz nur eingeführt, damit es, sag ich mal, so flüssig wird, wie es beim iPhone immer war. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die darauf verzichtet haben. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil der Unterschied, es ist eine höhere Bildwiederholungsfrequenz, ja, sieht schöner aus, aber es ist einfach absolut sinnlos, muss man einfach so sagen. Und dafür, naja, mehr Akkuverbrauch zu haben, finde ich halt, naja, das macht keinen Sinn. Das ist für mich wie, weiß ich nicht, wenn ich ein Handy in einer anderen Form habe, nur damit, weiß ich nicht, oder ich kaufe ein Handy wegen der Farbe. Also natürlich muss die Farbe stimmen, aber es ändert sich nichts dran, ne? Ja, mir fallen gerade keine guten Beispiele ein. Scheiße. Ja, das war's. Was war denn noch? Ja, Akkulaufzeit, wie gesagt, ich komme gerade so über den Tag. Ist doof, aber ist leider so. Und das ist der Grund, warum ich auch zum iPhone 12 jetzt wechsel, 12 Pro. Ja, das nervt mich einfach. Thema Kamera. Ich komme vom iPhone 11, auch in Rot. Ob ich großen Unterschied merke? Mal kurz überlegen. Nö. Die Porträtmodus ist für mich alles gleich geblieben. Also es hat sich weder irgendwas wahnsinnig super gut gebessert, noch, keine Ahnung, ich kann wirklich nichts vorstellen oder mehr oder feststellen. Das Einzige, was ich feststellen konnte, ist, wenn ich in 4K 30 Frames mit HDR filme, dass ich dann, um die Videos zu bearbeiten, Final Cut in ein bisschen Werkzeug anwenden muss, damit es nicht komplett grausam aussieht. Ja, so viel dazu. Dann äußerlich, mir gefällt die Form absolut gut. Wer, sag ich mal, iPhone 5 oder das erste SE noch geil fand, der wird davon auf alle Fälle abspritzen, weil das ist, naja, ist super kantig. Ich habe natürlich auch eine Apple Care abgeschlossen, kann man jetzt monatlicher machen, das heißt, ich kann sie kündigen und naja, muss halt mal die 8 Euro investieren. Das ist halt das Thema.
was ich cool finde, aber am 12 Pro cooler finde, ist, die Ränder sind matt, die Rückseite ist glänzend und beim iPhone 12 Pro ist es ja umgedreht. Finde ich persönlich schöner. Und ja, Fingerabdrücke, klar, hier sieht man absolut einfach mal gar nichts. Ne? Also ja, wenn man es hier so schräg hält, sieht man ein bisschen was, aber ey, eigentlich sieht man nichts. Ne? Das sag ich mal, geil. Und der Formfaktor, ich werde es auf alle Fälle vermissen, weil es ist einfach cool mit einer Hand so bedienen, bam, 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 alles durch. Einfach super, super praktisch, aber Akkulaufzeit geht mir halt vor, weil wenn ich mal unterwegs bin und ich muss dann Akku laden und hier und ja, ist alles Rotz. Und falls mich jemand fragt, wie ich lade, damit. Ja, 5 Watt. Mir persönlich ist die Ladegeschwindigkeit egal, weil ich lade mein Handy eh immer nur abends meistens. Und ich hatte das 20 Watt Netzteil, habe ich mal geholt und ich habe aber halt gemerkt, dass das Handy ganz schön heiß wird. Und nö, das will ich nicht. Ich habe iPhone 11 hatte ich wirklich seit dem Release bis vor 2 Wochen und da hatte ich einfach mal 97% Akkuverlust. Und ich denke schon, ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß, da gibt es auch die wildesten Gerüchte um Akkuthesen und Batteriezustand. Meiner geht runter nach einer Woche, meiner nach einer Woche und einen Tag. Ich weiß, da wird im Forum viel diskutiert darüber. Aber ich glaube, langsam laden kann nicht schaden. Ne? Und Wärme und Lithium-Ionen-Akku ist jetzt auch nicht so die beste Kombi. Und wenn man dann zum Beispiel, wie ich, in ID3 fährt und man hat dann einen akuten Batterieverschleiß, das liegt dann daran, weil in den ABGs steht, dass jede 5. Ladung nur eine Schnellladung sein darf. Und ich glaube, das kann man so ein ganz kleines bisschen runterbrechen auf Handy-Akku. Ne? Und die ganzen anderen Sachen mit 45 Watt Supercharger, wie es Huawei hatte und alles, fuck off, es braucht keine Sau, Alter. Ich sehe da keinen Sinn. Ja, wie gesagt, Kamera, äußerlich, alles cool, endlich OLED-Display, weil das, muss ich sagen, war für mich das Wichtigste. Ne? Das ist so die Sache. Tut home. Ja, und mehr ist halt nicht. Wie gesagt, ich nehme das iPhone 12, gefällt mir einfach deutlich besser, weil besser Akkulaufzeit. iPhone 12 Pro, immer die dämischen Namen, ich verwechsel das jedes Mal. Ja, so halt, ne? Was ich gemacht habe, warte, Einstellungen, und zwar apropos Speicher. Wie ihr seht, ich bin ja ziemlich voll schon. Ich habe immer die kleinsten Versionen, praktisch 64 GB, weil ich alle Fotos bei Google Fotos hochlade. Ja, dieses Jahr hört es auf im Juni, dann weiß ich auch noch nicht genau, wie ich es mache. Einzigen Tipp, den man machen kann, mit dem Pixel 1 das hochladen, weil da hat man unbegrenzt Fotos, bla bla bla. Ja, so halt, ne? Wie gesagt, Bedienung, Performance, brauchen wir nicht drüber reden, die ist immer noch, ist, naja, Referenz, ne? Alles läuft flüssig, wird auch in vielen Jahren noch flüssig laufen, da braucht man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Und das ganze Zahlengeficke, wie es die anderen machen, ja, ist auch komplett egal, ne? Von daher würde ich sagen, in wenigen Stunden kommt der Postmann vorbei, bringt mir mein iPhone 12 Pro in Pazifikblau. Und dann freue ich mich, ne? Weil dann kann ich das wieder zurückgeben. Finde ich schade, aber naja. Akku. Oh, jetzt ist ganz traurig. Sorry. Aber wie gesagt, ist es schade, weil iPhone endlich mal oder Apple endlich mal eine passende Größe rausbringt, aber es nützt halt nichts, wenn der Akku nicht so halten tut, wie er halten sollte. Naja, Freunde der Sonne, meine Damen und Herren, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls jemand Fragen hat, fragt. Falls jemand nichts Fragen hat, dann fragt nicht. Bis später. Tschüss.